Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, einzelne Themen der Anwendung der Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Werkzeugverwaltung Fräsen, Bezugspunkte, Werkzeugparameter und Spannmöglichkeiten. Wir beginnen mit der Systematik der Werkzeugaufnahmen und deren umfangreichen Spannmöglichkeiten. Wie funktioniert eine Werkzeugverwaltung prinzipiell? Was ist das überhaupt? Wozu benötige ich das? Dann natürlich im Speziellen die Werkzeugverwaltung der Sinumeric Operate als Kernpunkt unserer heutigen Agenda und zum Schluss eine Zusammenfassung des Gezeigten, natürlich unter Verwendung von richtigen Werkzeugen und richtigen Werkzeugaufnahmen. Wie kombiniert sich beides? Wie wird das für die praktische Verwendung zusammengebracht? Und wie funktioniert das Ganze dann im Zusammenspiel direkt in der Werkzeugmaschine? Die Systematik der Werkzeugaufnahmen und deren Spannmöglichkeiten. Die Werkzeugaufnahme ist die perfekte Verbindung zur Maschine. Das heißt, die Werkzeugaufnahmen stellen die Verbindung zwischen Werkzeug und Maschine her. Dabei müssen zwei Anforderungen erfüllt sein. Einerseits muss ein schneller und sicherer Werkzeugwechsel garantiert sein und natürlich die Genauigkeit beim Fertigen des Werkstückes. Um sicherzustellen, dass diese beiden Anforderungen erfüllt werden, sind diese Werkzeugaufnahmen genormt. Die in Europa verbreitetsten Werkzeugaufnahmen sind einerseits der Steilkegel und andererseits der Hohlschaftkegel. Es gibt noch eine weitere Form aus der Familie der Steilkegel, das ist die sogenannte BT-Aufnahme, die ist im asiatischen Raum ungefähr so verbreitet wie bei uns in Europa die Steilkegel. Diese unterscheiden sich lediglich in der Länge des Kegels und in der Form des Bundes. Aber ansonsten zählt das auch zu der Klasse der Steilkegel. So, der Steilkegel selbst im Detail. Diese Form der Werkzeugaufnahme wird an diesem Anzugsbolzen in die Spindel gezogen und die Mitnahme des Werkzeuges mit der Aufnahme über die Spindel erfolgt durch die Haftreibung zwischen Spindel und Kegel. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, sie sind sehr robust und es können sehr große Kräfte aufgenommen werden während der Bearbeitung. Ist allerdings ungeeignet für hohe Drehzahlen aufgrund des Federpaketes, was hier mit rotiert. Und man benötigt auch unterschiedliche Anzugsbolzen, kommt auf den jeweiligen Werkzeugmaschinenhersteller an. Der Hohlschaftkegel selbst ist sehr kompakt und dieser wird hier an der Innenseite gespannt und die Drehmomente werden über die Innenseiten und die Nuten übertragen und die Mitnahme dadurch realisiert. Der Vorteil hierbei, es sind extrem hohe Drehzahlen möglich und ein sehr, sehr schnelles Spannen und Lösen des Werkzeuges aus der Spindel. Und wir haben hier einen Bund, dieser garantiert eine Planflächenanlage direkt an der Spindel. Allerdings ist hierbei die seitliche Kraftaufnahme relativ begrenzt. Es gibt drei hauptsächliche Arten der Werkzeugspannung. Einerseits das Klemmen, das Einpressen und das Einschrumpfen. Bei dem Klemmen mittels Spannzange handelt es sich hierbei um eine Zange, in der das Werkzeug festgeklemmt wird. Dies wird kombiniert durch einerseits Spannzange, Überwurfmutter. Die beiden werden zusammengesteckt und dann mit der eigentlichen Werkzeugaufnahme durch Schrauben verbunden. Und das Werkzeug wird in der Spannzange dann durch die Überwurfmutter festgeklemmt. Diese Art der Spannung garantiert eine exakt zentrische Spannung, hundertprozentig mittig, hat einen perfekten Rundlauf, weil das Ganze eine rotationssymmetrische Bauart aufweist und ist natürlich etwas kostenintensiv, die Variante, weil man hat mehrere Teile. Der nächste Punkt wäre die Weldon-Aufnahme. Eine Weldon-Aufnahme ist eine Aufnahme, die hat eine Bohrung und eine seitliche Spannschraube. Das Werkzeug wird in die Aufnahme gesteckt und mit der seitlichen Spannschraube fixiert und befestigt.
Der Vorteil hierbei, es ist sehr schnell verwendbar, unkompliziert und ist auch sehr preisgünstig. Aber es ist hierbei auch eine Spannfläche am Werkzeug nötig, damit die Spannschraube eine Angriffsfläche hat. Und hierbei hat man leider aber auch eine Unwucht, weil es nicht hundertprozentig rotationssymmetrisch ist aufgrund der seitlichen Bohrung. Es gibt auch eine andere Form der Spannung, das sind die sogenannten Morsekegel, wo die Mitnahme ausschließlich durch die Haftreibung der Seitenflächen fungiert. Das wiederum ist aber bei modernen CNC-Maschinen kaum noch anzutreffen. Eine weitere Variante der Werkzeugspannung ist das Einpressen. Hierbei wird das Werkzeug mit dem Spannmittel in die Aufnahme mittels hydraulischer Presse eingepresst. Zum Einpressen eines Werkzeuges in die Aufnahme benötigen wir die Aufnahme selber, eine entsprechende Spannzange, entsprechend dem Durchmesser des jeweiligen Schneidwerkzeuges, welches in die Spannzange eingesetzt wird und beides zusammen in die Aufnahme. Dieses wird leicht angedrückt und in die Pressvorrichtung eingesetzt. Diese Pressvorrichtung hat verschiedene Einsätze, entsprechend der Größe der verwendeten Werkzeugaufnahme. Nun ist die Aufnahme bis zum Anschlag mit der Spannzange verbunden und das Schneidwerkzeug ist mit einer vordefinierten Kraft fest verbunden und bereit für den Einsatz an der Werkzeugmaschine. Zum Lösen des eingepressten Werkzeuges erfolgt das Ganze auf dem umgekehrten Weg. Diese ganze Spannung wird von der Presse auseinandergezogen. Dazu setzen wir das Werkzeug ein und starten den Lösevorgang. Entnehmen das Werkzeug und hier ist die komplette Spannvorrichtung wieder in ihre Bestandteile zerlegt und damit ist das Werkzeug wieder gelöst. Die dritte Variante in der Werkzeugspannung ist das sogenannte Einschrumpfen, auch als warmes bzw. heißes Verfahren bezeichnet. Das Prinzip ist simpel: durch induktive Erwärmung der Werkzeugaufnahme dehnt sich das Metall aus. Diese Passbohrung wird ein paar hundert Millimeter größer und das ebenfalls passgenau gefertigte Werkzeug gleitet in die Bohrung und durch Abkühlen wird es kraft- bzw. formschlüssig unlösbar gespannt. Unlösbar insoweit, dass man es wieder erhitzen muss, um es rauszubekommen. Wie gesagt, die Spannung erfolgt einzig und allein durch Temperaturunterschiede. Der Vorteil hierbei ist, eine hundertprozentige Rundlaufgenauigkeit, viel genauer als bei der Spannzange zum Beispiel. Es sind überhaupt keine mechanischen Elemente dran, die den Rundlauf verfälschen. Man benötigt nichts weiter als eine Werkzeugaufnahme und das Werkzeug. Der Nachteil hierbei, bei diesem Verfahren ist, dass teures Equipment nötig ist, um Metall zu erhitzen und natürlich, um es wieder abzukühlen. Ich brauche zwei unterschiedliche Gerätschaften dafür. Und natürlich auch spezielle Arbeitsschutzausrüstung, mindestens jedoch ein Hitzeschutzhandschuh, weil das Metall ist auch nach dem Abkühlen oftmals noch zu heiß, um es mit der bloßen Hand anzufassen. Und natürlich ist auch besondere Umsicht gegenüber den Arbeitskollegen nötig, die nicht wissen, dass das Metall, sprich die Werkzeugaufnahme, die da rumliegt, heiß sein könnte. Das Einschrumpfen von Werkzeugen in die Werkzeugaufnahme erfolgt mittels Schrumpfgerät, eine Erhitzung mittels Induktion. Das Wichtigste ist, der hitzeresistente Handschuh schützt uns vor Temperaturen von ein paar hundert Grad Celsius. Die Werkzeugaufnahme und das Werkzeug sollen hier verbunden werden. Dazu setzen wir das Werkzeug in das Schrumpfgerät ein, die Aufnahme, und fahren das Schrumpfgerät über die Öffnung und erhitzen diese. Und das Werkzeug setzt sich in die Aufnahme rein. Nach dem Erhitzen ist es zwingend notwendig, die Werkzeugaufnahme mit der Aufnahme abzukühlen. Nach der Trocknungsphase wird das Werkzeug entnommen und ist fertig für den Einsatz in der Werkzeugmaschine. Es ist fest eingeschrumpft und fest verbunden. Auf dem gleichen Weg wie das Einsetzen erfolgt das Lösen.
Da zum Abkühlen werden die Aufnahme und das Werkzeug in die Abkühlvorrichtung gestellt. Und der Abkühlvorgang stellt sicher, dass die Werkzeuge auf eine ungefährliche Temperatur heruntergekühlt werden. Nach dem Trocknungsvorgang kann sowohl die Aufnahme als auch das Werkzeug entnommen werden und hat eine ganz normale Temperatur zum Ablegen im Werkzeugschrank. Warum eine Werkzeugverwaltung? Ordnung muss sein. Eine Werkzeugmaschine ist für den effektiven und rationellen Einsatz in der mechanischen Fertigung konstruiert. Und die Effektivität einer CNC-Werkzeugmaschine entsteht unter anderem durch die Möglichkeit eines automatisierten Werkzeugwechsels. Damit der Werkzeugwechsel aber fehlerfrei abläuft, müssen Werkzeuge sowohl virtuell in der CNC als auch physikalisch im Magazin sortiert, also verwaltet werden. Die Werkzeugverwaltung der CNC muss eine korrekte Verwaltung der verwendeten Werkzeuge absolut garantieren. Zur schnellen Verfügbarkeit befinden sich alle Werkzeuge zentral im Werkzeugmagazin. Die Werkzeuge im Magazin müssen vor den Einflüssen der mechanischen Bearbeitung geschützt werden, damit die Werkzeuge, speziell die Aufnahmen, die in die Spindel gehen, zum Beispiel vor Spänen oder vor Kühlwasser, geschützt werden. Wir unterscheiden zwischen virtueller und realer Werkzeugverwaltung. Das Werkzeugmagazin selbst dient als effektive und geschützte Ablage der Werkzeuge in der Fräsmaschine und sorgt für einen schnellen Zugriff auf das jeweils benötigte Werkzeug. Der Werkzeugschrank selber befindet sich außerhalb der Maschine. Die virtuelle Werkzeugverwaltung in der Steuerung sorgt für eine strukturierte und übersichtliche Ablage der Werkzeuge. Sowohl die Werkzeuge aus dem Magazin als auch die montierten und bereits vermessenen Werkzeuge im Werkzeugschrank können hier abgebildet werden. Wir unterscheiden zwei Möglichkeiten der Werkzeugplatzverwaltung. Einmal die feste Werkzeugplatzkodierung und einmal die variable Werkzeugplatzkodierung. Bei der festen Werkzeugplatzkodierung erfolgt der Werkzeugwechsel immer auf einen fest zugewiesenen Platz. Da, wo das Werkzeug rausgenommen wird, wird es auch wieder abgelegt. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist das natürlich bauartbedingt und natürlich für Werkzeuge mit Übergrößen. Werkzeuge, die über den zulässigen Durchmesser hinaus dimensioniert sind, benötigen rechts und links freie Werkzeugplätze, damit die Werkzeuge nicht kollidieren beim Ablegen und natürlich, um benachbarte Plätze damit freizuhalten. Die 3D-Taster, die in den Maschinen zur automatischen Messung zur Verfügung stehen, werden auch immer wieder auf den gleichen Platz abgelegt, um sie den Einflüssen der mechanischen Bearbeitung wie Kühlwasserspänen mit der Zuweisung des gleichen Platzes weitestgehend zu entziehen. Die variable Werkzeugplatzkodierung bedeutet, der Werkzeugwechsel erfolgt immer auf den nächsten freien Platz im Magazin, der dem Werkzeugwechselpunkt am nächsten ist. Das hat auch was mit der Werkzeugvorwahl zu tun. Das nächste Werkzeug steht bereit, während das eine Werkzeug noch arbeitet. Dadurch kommt der Werkzeugplatz durcheinander, aber nur rein virtuell, weil man spricht da von einer chaotischen Werkzeugverwaltung. Aber das ist eine äußerst effektive Methode, weil es da abgelegt wird, wo der nächste freie Platz ist. Und die Steuerung weiß selbstverständlich immer, welches Werkzeug wo gerade abgelegt ist. Das Anlegen eines neuen Werkzeuges geschieht über die Funktion Neues Werkzeug. Hier die Auswahl des entsprechenden Werkzeugtyps. Bestätigen mit OK. Hier in dem Eingabefeld wird die Bezeichnung eingetragen, was man eigentlich dann für ein Werkzeug benötigt. So, natürlich hier auch noch die Länge, den Durchmesser und natürlich die Anzahl der Schneiden und ob Kühlwasser eingeschaltet werden soll oder nicht. Und das Werkzeug ist als solches im Magazin angelegt. Wenn das Werkzeug nicht mehr benötigt wird und es soll aus dem Magazin herausgenommen werden, kann man das natürlich auch physisch machen, muss man auch machen, aber um es hier zu entladen, genügt einfach die Funktion Unload, also entladen, und damit wird das aus dem Magazin virtuell herausgenommen und unterhalb der Magazinplätze in den sogenannten virtuellen Werkzeugschrank abgelegt.
Es steht mit all seinen Daten für weitere Verwendung zur Verfügung, wenn man es wieder belädt. Und schon ist er wieder auf dem Werkzeugplatz, wo wir ihn entladen haben. Wenn wir ein Programm schreiben wollen, um ein Werkstück an der Maschine zu bearbeiten, benötigen wir das eben angelegte Werkzeug. Und da wählen wir uns eine Technologie vor, Fräsen, zum Beispiel Taschenfräsen. Und wir wählen hier über das Werkzeug auswählen, das gewünschte Werkzeug aus, bestätigen mit OK. Es wird oben unter T eingespeichert, übernehmen und im Shopmill sehen wir, es steht zur Verfügung. Um ein Werkzeug in ein G-Code-Programm einzufügen, gehen wir wie folgt vor. Wir positionieren uns auf der Zeile, wo das Werkzeug aufgerufen werden soll. Werkzeugaufruf, das entsprechende Werkzeug wird ausgewählt, mit OK bestätigt und schon erfolgt der Werkzeugaufruf mit dem entsprechenden Werkzeugwechselbefehl. Was haben wir gelernt? Klemmen, einpressen, einschrumpfen zur Kombination von Werkzeugen, Werkzeughaltern und Werkzeugaufnahmen. Verrechnung von Maschinen- und Werkstückkoordinaten und den Werkzeugdaten. Eine strukturierte virtuelle Darstellung der Werkzeuge und Speicherung der Werkzeugdaten. Das Klassifizieren und Anlegen von Werkzeugen. Die Pflege der Werkzeugdatensätze. Das Zusammenspiel zwischen Sinotoin und Sinomeric. Austausch von Werkzeugdatensätzen in der Offline-Programmierung und natürlich die Verwendung von Werkzeugen aus der Liste unserem virtuellen Werkzeugschrank. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.